Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 94 Mein Schicksal in deiner Hand. Zweiter Teil. Der Auror, der seit dem nächtlichen Überfall auf Mr. Malfoy stets vor der Türwache hielt, ließ die beiden nach der Kontrolle von Susans Zauberstab, an der er ihre Identität festmachen konnte, ins Zimmer hinein. »Professor Puddle?« fragte Lucius. »Nein, Mr. Malfoy, ich bin es und...« Er unterbrach sie und sagte zischelnd, »Ah, Miss Bones lässt sich endlich mal wieder blicken. Momentan scheint das Ministerium ja alles im Griff zu haben, sodass man meine...« Susan unterbrach ihn, um ihn über eine Sache zu unterrichten. »Professor Snape ist bei mir.« Vielleicht würde das seine Boshaftigkeiten etwas eindämmen. »Severus? Du, hier! Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Ah, verstehe. Ein freigesprochener Todesser, der über sein uneingeschränktes Augenlicht verfügt, ist dem Ministerium bei der Aufklärung der Identität von Mr. Lethargy wichtiger als einer, der zudem noch viele interessante Informationen liefern kann, die jedoch zu teuer scheinen«, sagte Lucius etwas enttäuscht klingend. »Dir auch einen guten Tag, Lucius«, sagte Snape gelassen. »Sei gegrüßt, Severus. Sag, wie geht es Narzissa? Ich vermute, du besuchst sie regelmäßig, wo sie doch in Hogwarts wohnt?« fragte Lucius neugierig. »Narzissa geht es gut, wenn sie auch nicht mehr ganz die Frau ist, die du gewohnt sein musst. Aber sie ist glücklich und wartet darauf, dich einmal sehen zu können. Einzig Sorgen bereitet mir, dass sie es nicht lassen kann, ihrer Schwester Einladungen zukommen zu lassen«, erwiderte Severus mit ruhiger Stimme. »Ihre Schwester? Aber Bellatrix...« Lucius hielt inne. Bellatrix war tot und konnte nicht gemeint sein. »Warum schickt sie dieser Andromeda Einladungen, Severus? Geht es Narzissa doch nicht so gut, wie ich erhoffte?« »Narzissa liegt sehr viel daran, ihre Familie beisammen zu halten, nur dass sie im Gegensatz zu früher keinen Groll mehr gegen einige Verwandte hegt. Aber ich bin nicht hier, um dich zu besuchen, Lucius. Du hast schon sehr richtig erkannt, warum das Ministerium mich heute hier haben möchte«, entgegnete Severus, bevor er sich zu Miss Bones ans Bett des unbekannten Patienten stellte. Lucius stand von seinem Bett auf und tastete sich, während er die von oben bis unten dunkel aussehende Person links, als Severus erkannt hatte, ebenfalls zu seinem Zimmergenossen vor, um am Fußende des Bettes stehen zu bleiben. Was Miss Bones offensichtlich nicht vernommen hatte, war für Lucius so laut gewesen, dass er es ansprechen musste, denn Severus hatte erschrocken eingeatmet und Lucius' trainierte Ohren hatten das gehört. Mit schmieriger Stimme fragte Lucius, »Was denn, Severus? Etwa einen alten Bekannten wiedererkannt? Oder warum so schockiert?« Lucius hörte Miss Bones fragen, »Professor Snape, haben Sie den Patienten erkannt?« »Ja, habe ich. Ich dachte, er wäre tot«, antwortete Severus innehaltend. Denn nach dem, was er in Tylers Erinnerung gesehen hatte, hatte er wirklich geglaubt, dass Gregory Goyle den Hexenjägern zum Opfer gefallen wäre. Genau genommen war er ihnen auch zum Opfer gefallen, denn Mr. Gregory Goyle Jr. befand sich zwar nicht zur Schwelle des Todes, dafür jedoch möglicherweise am Rande des Wahnsinns. »Es ist Gregory Goyle«, sagte Severus, der somit das Geheimnis gelüftet hatte. »Was?«
fragten Miss Bones und Lucius gleichzeitig. Lucius erkannte den kleinen Schatten rechts von sich, der Miss Bones darstellte, und sie beugte sich über den Patienten, bevor sie sagte: Er sieht so anders aus. Er ist so dünn und diese ganzen Wunden und Narben. Sind sie sich 100 Pro... Miss Bones, unterbrach Severus. Sie dürfen mir glauben, ich bin mir sicher. Die niedrige Stirn, die kleinen Augen, die Form der Nase und Kinn. Körpergewicht oder Haare stellen keine Merkmale dar, an denen man eine Person erkennen kann. Aber die Schädelstruktur, die für die Gesichtszüge verantwortlich ist, lässt keinen Zweifel aufkommen. Es handelt sich um Gregory Goyle. Amüsiert und leise lachte Lucius, bevor er arrogant klingend sagte: Also nur ein weiterer Sohn, der eine Enttäuschung für den Vater gewesen war. Miss Bones stieg, wie er erhofft hatte, gleich auf seine Bemerkung ein und fragte: Wie meinen Sie das, Mr. Malfoy? Nun, ich will Ihnen die Hintergrundgeschichte gern erzählen, denn dafür würde ich sowieso keinen Hafterlass erhalten. Mr. Goyle Junior hier hat kurz nach Draco das Dunkle Mal in Empfang genommen. Seine ersten Aufträge vom Dunklen Lord waren wirklich nicht erwähnenswert und er hatte sie alle zur vollsten Zufriedenheit erledigen können. Als es auf einem Treffen jedoch dazu gekommen war, dass der junge Goyle einen Muggel in seinem Alter hatte erledigen sollen, da hat er schlichtweg versagt. Mr. Goyle Junior war nicht in der Lage, einen Avada auszuführen. Er wusste einfach nicht, dass es darauf ankommen würde, wirklich jemanden töten zu wollen. Und so hat er den Auftrag nicht ausführen können. Er war eine Enttäuschung für seinen Vater, der ihn sich natürlich zur Brust genommen hatte. Lucius richtete sich auf und führte seine Hände hinter seinen Rücken, um sie dort zu umfassen, bevor er schilderte: Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber ich vermute, es waren mindestens 8 Cruciatus-Flüche, die der werte Mr. Goyle Junior erst vom dunklen Lord hatte ertragen müssen. Gleich darauf folgte die Bestrafung durch seinen Vater, die ganz sicher als die Prügel seines Lebens bezeichnet werden darf. Wir ließen ihn bewusstlos in einem Zimmer zurück, aber am nächsten Tag war er verschwunden. Seine Blutspur endete, als er die Wiese erreicht haben musste. Es war eine Genugtuung zu sehen, dass nicht nur ich für die Taten des missratenen Sohnes vom Lord zur Rechenschaft gezogen worden war. Denn Goyle musste für die Flucht seines Sohnes am nächsten Tag die volle Verantwortung tragen. Weder Miss Bones noch Severus sagten ein Wort. Eine Weile wartete Lucius noch, bevor er fragte: Was? Habe ich nicht nur der behütete aufgewachsenen Miss Bones die Sprache verschlagen, sondern auch dir, mein guter Freund? Diese Schilderung dürfte dir doch am wenigsten nahe gehen, nach dem, was du selbst hast miterleben. Severus unterbrach ihn und erklärte: Ich bin eher darüber verwundert, dass du deinen eigenen Sohn missraten nennst, wo er doch den Mut bewiesen hat, sich von einem Wahnsinnigen abzuwenden, der einem nur das Blau vom Himmel versprochen hatte. Mut? Fragte Lucius erbost. Es wäre mutiger gewesen, wenn er versucht hätte, mich an seine Seite zu holen, aber ich nehme an, dass er seine Zeit lieber damit verbracht hat, sich von deinem philosophischen Geschwafel über die Gleichheit von Muggeln, Squibs, Halb- und Reinblütern in den Bann ziehen zu lassen. Sicherlich hast du ihm all das weismachen wollen. Du bist ja immerhin selbst. Wage es ja nicht, meine Herkunft in den Schmutz zu ziehen, wie du es früher getan hast, warnte Severus, und tatsächlich beendete Lucius seinen Satz nicht.
Miss Bones ignorierte das kleine Intermezzo der beiden Männer und fragte: Wenn er das dunkle Mal hat, warum haben wir es nicht erkannt? Lucius hörte, wie die Bettdecke weggezogen wurde. Scheinbar wollte Severus sich den linken Unterarm ansehen, dachte er, als er auch schon die Stimme seines alten Freundes vernahm, die sagte: Das dunkle Mal ist wegen der ganzen Verletzung fast unkenntlich und hebt sich kaum noch vom hellen Narbengewebe ab. Selbst ich erkenne es nur schwer, aber es ist da. Wie wäre es, fragte Lucius, wenn du, Severus, einfach mal mit ein wenig Legelementik in Goyles Kopf eindringst, um vielleicht wichtige Hinweise zu erfahren? Miss Bones schritt ein und sagte: Nein, es wurde nie einer Diagnose durch Legelementik zugestimmt. Mr. Goyle scheint nicht bei klarem Verstand zu sein, was auf die Cruciatus-Flüche zurückzuführen ist. Severus wollte widersprechen, doch er durfte nicht offenbaren, dass er Gregory Goyle lebendig und bei vollem Bewusstsein in den Erinnerungen von Tyler gesehen hatte. Und zeitlich gesehen musste der Vorfall im Hexenturm nach der Flucht vom Dunklen Lord einzuordnen sein. Diese Information müsste er Arthur persönlich überbringen. Womöglich würde Arthur nach Miss Bones Bericht selbststutzig werden und ein Gespräch mit ihm suchen. Denn der Minister war ja nicht auf den Kopf gefallen. Miss Bones? Fragte Severus. Nachdem sie ihn anblickte, fragte er: Da ich meiner Aufgabe nachgekommen bin, gehe ich hoffentlich recht in der Annahme, dass meine Person nicht mehr benötigt wird. Ich verspüre das Verlangen, einigen Schülern Punkte abzuziehen. Lucius konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen, denn er sagte: Ich habe nie verstanden, wie du wieder als Lehrer in Hogwarts anfangen konntest. Dass das Ministerium das überhaupt Sein Blick fiel auf Miss Bones schattigen Umriss, während er fies grinste. Einen Todesser, der mit Kindern arbeitet. Unvorstellbar. Severus verlor kein Wort und Miss Bones ließ sich ebenfalls nicht provozieren, so dass Lucius die Gunst der Stunde nutzte und an Miss Bones gerichtet sagte: Da ich offensichtlich nicht mehr von Belang bin, da der gute Arthur kein Interesse mehr an meinen Informationen zeigt, würde ich gern einen Antrag stellen. Es war Lucius nicht entgangen, dass Severus, der eigentlich wieder nach Hogwarts zurückkehren wollte, seinen Worten ebenfalls gespannt lauschte. Miss Bones, ich möchte einen Antrag auf eine Verhandlung mit Veritaserum Plus stellen. Er hörte Miss Bones kräftig schlucken, bevor sie erwiderte: Sicher, Mr. Malfoy. Ich werde Ihnen einen Antrag zukommen lassen, den Sie mit Hilfe der Schwester ausfüllen können. Unverzüglich zukommen lassen, meinten Sie hoffentlich. Denn ich möchte nicht Ewigkeiten warten, nur weil Sie das alles absichtlich in die Länge ziehen, korrigierte er mit aalglatter Stimme. Sicher, antwortete sie kurz und knapp. Des Weiteren habe ich eine Frage. Es hieß, die Briefe an meine Frau würden nicht geöffnet werden? Miss Bones unterbrach ihn und erklärte: Ihre Briefe werden lediglich auf Zauber und Flüche geprüft, bevor sie abgeschickt werden. Ich mag es nicht, wenn ich unterbrochen werde, Miss Bones, fauchte Lucius. Was ich eigentlich fragen wollte, werden auch Briefe, die an andere Personen gerichtet sind, auf diese Weise behandelt oder werden diese geöffnet? Das wird sich entscheiden, Mr. Malfoy. Bisher sind nur Briefe an Ihre Ehefrau und Ihren Sohn ohne weitere Überwachungsmaßnahmen gestattet. Denn andere Empfänger gab es bisher ja nicht. Sollten Sie einen Brief an jemand anderen schicken, ist es gut möglich, dass er geöffnet und gelesen wird, erklärte ihm Miss Bones. Das wollte ich wissen, sagte er
ohne ein Wort des Dankes. Susan war aufgrund dieser Frage natürlich stutzig geworden und sie wollte später im Ministerium entsprechenden Mitarbeitern die Anweisung geben, Malfoys Briefe zu öffnen und zu überprüfen, wenn diese nicht an seine Frau oder seinen Sohn gehen würden. Nachdem die beiden ihn verlassen hatten, setzte er sich an den Tisch und dachte nach. Lucius wusste, dass Arthur mit den wenigen Informationen über Robert Hopkins, die man ihm hinterhältig mit Veritaserum entlockt hatte, das Rätsel um die Muggelbande selbst lösen könnte. Und mit Sicherheit wären keine weiteren Verhandlungsgespräche notwendig. Das bedeutete, dass Lucius mit dem zuletzt erkauften Haftalos noch 7 Jahre in Azkaban verbringen müsste. Doch 7 Jahre waren ihm zu viel. Wütend über Arthurs heimtückisches Verhalten schnaufte Lucius verärgert. Er musste einen Weg finden, nicht für mehr als 2 Jahre ins Gefängnis gehen zu müssen, denn mehr würde er nicht überleben. Lucius war mit seiner ausgeprägten Genusssucht kein Mann fürs Gefängnis. Er war ja nicht irgendwer. Er besaß viel Geld, hatte selbst jetzt noch Geschäfte am Laufen und er trug einen bekannten Namen. Er war darüber hinaus mit einer wundervollen Frau verheiratet, die er außerhalb des Krankenhauses und der Mauern von Azkaban wiedersehen wollte. Doch selbst Draco würde er lieber gegenüberstehen, als 7 Jahre lang auf sein luxuriöses Leben verzichten zu müssen. Er war doch immer ein angesehener Bürger gewesen, mit einem ausgezeichneten Beruf im Ministerium, wo er viele der großen Persönlichkeiten kennengelernt hatte, mit denen er überall prahlen konnte. Seine vielen angesehenen Bekannten waren etwas Ähnliches wie Besitztümer, denn er schmückte sich mit ihnen und dem, was sie taten. Mit einem so einflussreichen Bekanntenkreis hielt er zudem aller Welt seinen hohen Status vor Augen. Viele von ihnen waren zudem Autoritäten im Zaubereiministerium, die ihm nicht nur kameradschaftlich verbunden waren. Lucius dachte in diesem Moment an die vielen Menschen, die ihm noch einen Gefallen schuldig waren. An die Personen, die er in der Hand hatte, weil er ihnen einmal eine Gefälligkeit erwiesen hatte. Bei einigen Personen hatte er es verhindern können, dass ihr Ruf wegen einer Dummheit, die sie in ihrem Leben angestellt hatten, in der Öffentlichkeit leiden würde. Die meisten von diesen Bekanntschaften würden ihm jetzt wohl nicht mehr so wohlgesinnt gegenübertreten. Doch das war Lucius egal. Sie sollten ihn nicht mögen, sondern ihm die Haftzeit verkürzen. Das ist es, dachte Lucius mit einem Male. Ob die hohen Tiere im Zaubergamot sich mit ihm abgeben wollten oder nicht, sie mussten. Sie mussten ihm helfen, denn er könnte ihren Ruf, auch wenn bereits Jahre vergangen waren, auch jetzt noch schädigen. Wenn Lucius damals hinter die Schandtat eines Mitmenschen gekommen war, hatte er entsprechende Personen gleich daraufhin persönlich angesprochen. Denn es war wesentlich vielversprechender, wenn die Leute im Vorfeld wussten, dass er über eine Information verfügte, mit der er ihnen schaden könnte. Es waren 2 Gründe, warum er den Personen gern freizügig zu erkennen gegeben hatte, wenn auch meist mit versteckten Anspielungen und Äußerungen, dass er von ihrem Fehler unterrichtet war. Der eine Grund war, dass die Menschen auf diese Art und Weise wussten, dass sie erpressbar waren und sie später nicht aus allen Wolken fallen würden. Wenn er eines Tages an sie herantreten würde, aber den 2. Grund fand Lucius noch viel schöner, denn die Menschen waren plötzlich aus freien Stücken nett zu ihm, denn sie hatten ihn freiwillig an ihrem glamourösen Leben teilhaben lassen, hatten ihn zu Empfängen eingeladen, auf denen er weitere Kontakte zu hohen Persönlichkeiten hatte knüpfen können. Und er konnte im Gegenzug seine Nachsicht und Verschwiegenheit zeigen, um somit Dankbarkeit zu erheucheln. Hier
und da hatten sich daher in den vergangenen Jahren auch immer wieder kleine Vorteile ergeben, geschäftlich wie auch privat. Aber keine der bisher erbrachten Gegenleistungen für sein Schweigen war so überwältigend gewesen, dass sie ihre Schuld für sein Schweigen damit hätten abzahlen können. Es war für Anthony Wildfire damals kein großer Akt gewesen, nach Erhalt einer ordentlichen Summe Geld in schulische Angelegenheiten einzugreifen. Lucius hatte im Vorfeld durch Mr. Wildfire erwirkt, dass Draco einen Brief aus Durmstrang und nicht aus Hogwarts erhalten würde, denn er wollte seinen Sohn nicht auf eine Schule schicken, die auch muggelstämmige Schüler aufnehmen würde. Narcissa war nach Erhalt des Briefes aus Durmstrang jedoch äußerst ungehalten gewesen und bestand auf Hogwarts, sodass Lucius wieder alle Hebel in Bewegung setzen musste, um erneut in das zukünftige Leben seines Jungen einzugreifen. Und so hatte er von Mr. Wildfire alles rückgängig machen lassen, um Narcissa zufriedenzustellen. Doch dafür, dass dieser Ministeriumsangestellte den magischen Karteikasten manipuliert hatte, und das gleich zweimal, könnte Lucius ihm sogar nach Azkaban schicken lassen, denn natürlich hatte er den Beweisbrief aus Durmstrang behalten und sicher bei Gringotts untergebracht. Da war auch noch Fortunatus Storm, langjähriges Mitglied im Zaubergamot, von dem Lucius wusste und sogar beweisen konnte, dass er zwei Vergissmich damit beauftragt hatte, den Geist eines jungen Mannes von jeglichen Erinnerungen an die Tochter von Mr. Storm zu reinigen, sodass die bevorstehende Hochzeit mit ihr und diesem Squib sich von ganz allein erledigt hatte. Mr. Storm war gar nicht davon angetan gewesen, als Lucius ihn mit seinen Beweisen konfrontiert hatte. Im Gegenteil, der aufgebrachte Mann hatte ihn aus seinem Haus geworfen, während er ihm mit Azkaban gedroht hatte. Von Mr. Storms Seite aus waren das jedoch nur leere Drohungen gewesen, denn der Mann hatte nichts unternommen, um Lucius wegen Erpressung anzuzeigen, weil das nämlich Mr. Storm ebenfalls nach Azkaban gebracht hätte. Sicherlich würde der Herr seinen ganzen Einsatz zeigen, wenn es darum gehen würde, dieses dunkle Geheimnis zu wahren, auch wenn als Nebeneffekt Lucius Malfoy auf freien Fuß gesetzt werden würde. Oh, es gab so viele Menschen, die bereits eine Schlinge um den Hals trugen, deren Strickenden von seinen gepflegten Händen mit ihren manikürten Fingernägeln gehalten wurden. Er könnte preisgeben, dass John Baltimore, der heutige 12-jährige Sohn der Zaubergamot-Vorsitzenden Rosalind Baltimore, in Wirklichkeit nicht den Lenden ihres Gatten entsprungen war. Das würde vielleicht nur einen kurzen Aufruhr in der Öffentlichkeit geben. Aber vielmehr wusste Lucius, dass Rosalind alles tun würde, um ihre Ehe in Sicherheit zu wissen. Das Trara der Presse würde die im Beruf so erbarmungslos handelnde Frau gelassen hinnehmen können. Aber wenn ihr Privatleben in Gefahr sein würde, würde sie das Gesuch eines ehemaligen Voldemort-Anhängers mit Sicherheit nicht abschlagen. Auch wenn sie nie im Leben etwas mit ihm zu tun haben wollte. So war Rosalind Baltimore seine bevorzugte Wahl von sehr vielen ähnlichen Kandidaten, die eine hohe Stelle im Gamot innehatten. Leute, über die er im Laufe der Jahre unangenehme Informationen hatte sammeln können, die auf die eine oder andere Art und Weise die weißen Westen der so angesehenen Bürger und Ministeriumsmitarbeiter beschmutzen würden. Er hatte sich für sie, Rosalind Baltimore, entschieden, weil sie die Vorsitzende des Zaubergamots darstellte. Wozu sich mit kleinen Fischen abgeben, wenn man bereits einen dicken Fisch an der Angel hatte? Er würde sich bei Rosalind zunächst ins Gedächtnis zurückrufen. »Sie hat doch bald Geburtstag«, dachte Lucius. »Ein kleiner Brief mit meinen besten Glückwünschen dürfte Rosalind Baltimore ankündigen,
dass der Zeitpunkt gekommen war, in welchem sie sich mit mir auseinandersetzen müsste. Von mir aus können Miss Bones oder Arthur die Glückwünsche lesen. Denn den eigentlichen Brief an die gute Frau werde ich meiner Narzissa zur Weiterleitung senden, tüftelte Lucius sich in Gedanken aus. Im zweiten Brief, den Narzissa weiterschicken sollte, würde er Rosalind an die vergangenen Tage erinnern und an einen bestimmten Moment im Sommer, als er während einer ministeriumsinternen Feier auf dem Balkon ein Gespräch zwischen ihr und ihrem Liebhaber hatte belauschen können, indem sie dem jungen Mann mitgeteilt hatte, durch ihn in anderen Umständen zu sein. Er hatte Rosalind am gleichen Abend daraufhin gönnerhaft lächelnd angesprochen. Ihn aus dem Gefängnis zu holen, wäre die einzige Gegenleistung, mit der jeder einzelne Mitarbeiter des Zaubergamots sich reinwaschen könnte. Er würde eine Liste mit all jenen Personen erstellen und in seinem Brief an Rosalind mit Nachdruck darum bitten, eben jene Gamot-Mitglieder dieser Liste unter allen Umständen zu seiner bevorstehenden Verhandlung in den Gerichtssaal zu setzen. Seine ganzen Freunde, die sicherlich seiner Aufforderung Folge leisten würden, würden somit die Mehrzahl der Jury ausmachen. Und wenn die Mehrzahl für nicht schuldig plädieren sollte, wäre er auf freiem Fuß. Lucius rieb sich genüsslich die Hände. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.